Was? Was? Hallo, sehr verehrte Damen und Herren, wir schauen uns heute die besten Shorts aus der Schule an. Das werde ich alles wieder aufräumen müssen und wir fangen direkt an. Mein Sohn, hier ist die Schule, einmal bitte aussteigen. Aber die Schule ist doch eigentlich da vorne noch um die Ecke. Ja, ich dachte, ich fahre dich nicht direkt vorne ran, weil es bestimmt für dich ein bisschen unangenehm ist, wenn dein Vater dich direkt vorfährt. Wie meinst du das? Naja, ist doch schon so ein bisschen cringe, so von den Eltern direkt vor die Schule gefahren, oder? Du wirst doch bestimmt denken, so ein bisschen cringe, Bro, oder? Ich finde dich nicht cringe, ich finde, du bist ein cooler Vater. Ja, weißt du, ich muss eigentlich direkt hier vorne wieder drehen, deswegen wäre es voll der krasse Umweg, wenn ich jetzt da noch um die Ecke fahre. Nee, aber deine Arbeit liegt direkt hinter der Schule, du musst sowieso da vorne lang. Okay, bist du ready für einen kleinen Realtalk? Ey, ich zur Schule hin wurde ich nicht so oft gefahren, aber ich wurde ganz oft dann von der Schule wieder abgeholt irgendwie, weil meine Eltern hatten auch wir hatten immer so einen fetten VW-Bus irgendwie so, ne, Hund, drei Kinder und so, da mussten alle reinpassen. Und wenn ich dann abgeholt wurde von der Schule, dann war es halt ganz oft so, ja, dass ganz viele andere, die auch noch in dieselbe Richtung mussten, dass die dann halt mitfahren wollen. Also war ich trotzdem irgendwie cool, Leute. Klar. Ich find's mies cringe, dich da rauszusetzen, Bruder, ist mir mies peinlich. Was? Digga, du kannst kaum richtig sprechen, du kommst nach deiner hässlichen Mutter, du kannst nicht mal das einmal eins. Naja, aber das einmal eins lerne ich ja zum Beispiel jetzt in der Schule. Ja, aber was sollen die anderen Väter denken, wenn ich so einen Cringe-Sohn aus meinem Auto rauslasse? Okay, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal. Gut, komm. Und beeil dich, sonst klaue ich dir dein Pausenbrot. Ja, hab dich lieb, Papa. Ja, irgendwer hat dich bestimmt auch lieb, vielleicht deine Mom oder so. Geil. Also nicht geil, natürlich nicht geil. Ich fand voll traurig. Also habt noch einen schönen Tag, wir sehen uns morgen. Ich komme nicht mehr, die Schule gefährdet meine Gesundheit. Was? Warum? Naja, in der Schule müssen wir lernen, fürs Lernen müssen wir lesen, fürs Lesen brauchen wir Bücher. Bücher bestehen aus Papier, an Papier kann man sich schneiden. Wenn man sich schneidet, blutet man. Es bildet sich eine Wunde, da könnte Dreck reinkommen. Wenn das passiert, entzündet sich diese Wunde. Eine Entzündung würde zu einer Krankheit führen und diese Krankheit würde wiederum zum Tod führen. Also gefährdet die Schule meine Gesundheit. Boah, ich liebe diese Kettenreaktionssachen, ich finde das so geil. Eigentlich kann man ja aus allem kann man sowas aufbauen, so, ne? Deswegen funktionieren auch immer diese ganzen Verschwörungstheorien, weil du kannst halt immer irgendwie einen komischen Schluss ziehen, von dem du dann einen anderen Schluss ziehen kannst und dann wieder anders und so. Es geht unendlich weiter. Du kannst eigentlich alles mit allem begründen. Nee, ich klopfe und du redest. Ich war nämlich schon das letzte Mal mit dem Reden dran. Schule so. Ach du heilige Versetzungsgefährdung. Was sind das denn bitte schön für Prüfungsaufgaben? Es gibt nur einen Ausweg. Oh, du? Gleich mal kurz anmerken, wie aufwendig das ist. Also, das sieht jetzt ja halt so ganz normal aus, so eine Greenscreen und so. Ja, ist nicht so aufwendig, aber gerade so dieser Slide im Hintergrund, das muss ja alles bewusst animiert werden, so. Sorry, dass ich zu spät bin. Say it in English, please. Okay, the bus driver oversaw me absichtlich and drove away. Ey, guck mal, das sieht aus wie Brüste. Oh, das erinnert mich so an meine Schulzeit. Oh. Ach du heilige Scheiße, warum holen jetzt alle auf einmal einen Zirkel raus? Es ist so. Und welche Lösung? Oh Gott, ich bin schon am Schwitzen, ey, weil irgendwie ist das 1 zu 1. Hast du bei der dritten Aufgabe? Ich hab da 394,2 und du? Oh verdammt, ich hab da 294,1. Mann. Scheiß drauf, ich werde einfach Politiker. Oh, ist das lustig. Oh mein Gott, ist das lustig. Oh. Warte, was steht auf dem Blatt? 1a mal 2b gleich. Boah, schreibt das mal bitte in die Kommentare, falls ihr das lesen könnt. Also, ja, danke. Danke, danke, danke. Danke, dass ihr so mitmacht bei diesen Videos. Ich würde das ohne euch nicht schaffen. Schule im Winter. Okay, perfekt, let's go. Achtung, Achtung, aufgrund der wetterlichen Verhältnisse verspätet sich der Bus. Der nächste kommt in 50 Minuten. Guten Morgen, Mehmet, wir sind nicht am Nordpol, zieh dich aus. Mehmet? Ey, das ist echt so, ne? Du sitzt in der Klasse und es ist
super kalt und dann muss der Lehrer nochmal die Fenster aufmachen, um zu lüften, so. Sieh dich aus! Ja, so ist besser, er zittert schon, so eine Lusche! Lacht ihn aus, lacht ihn aus! Pfui, Gacki, wir müssen lüften. Du, Fabian, öffne das Fenster bitte. Nee, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Kleine Korrektur, Fabian, öffne alle Fenster. So, ihr Pissel, dürft nach Hause gehen. Endlich! Warte mal, ich bin fertig von der Schule und es ist schon dunkel. Willst du einen Euro oder jemand anderer doppelt? Nein, bleib fern von mir, heute nicht! Achtung, Achtung, aufgrund der wetterlichen Verhältnisse verspätet sich der Bus. Der nächste kommt in... Warte, der kommt heute gar nicht mehr. Der kommt erst morgen. Oh Gott, ist das witzig. Ey, ich hasse das. Ich hasse es, morgens loszufahren und es ist dunkel und dann wieder zurückzukommen und es ist immer noch dunkel oder beziehungsweise wieder dunkel. Das ist das Allerschlimmste im Winter. Ich mag Herbst, ich mag auch den Winter, aber diese kurzen Tage, die machen mich richtig fertig. Die 125.000 Euro Frage, sind Sie soweit? Okay, let's go. Gut, was bedeutet auf Spanisch Zumo de Naranja? Orangensaft. Moment, Sie haben noch gar nicht die Antwortmöglichkeiten gesehen. Frag mich, was für Saft? Bitte? Einfach Orangensaft. Gut, ja, das ist korrekt. Wow, und dann zur 500.000 Euro Frage. Ja, moin. Welcher Formel 1 Fahrer ist der einzige mit 5 Weltmeisterschaftstiteln in Folge? Michi! Ja, Michael Schumacher ist richtig. Das sind 500.000 Euro für Sie. Okay, die 1 Million Euro Frage. Am 28. August 1963 hielt Martin Luther King eine Rede für die Ewigkeit in Washington. Wie lautet sein in die Geschichtsbücher eingehendes Zitat? Oh, Sie gucken sehr sicher. Wissen Sie das auch? Dann bitte. Krankenplätze müssen verdichtet sein. Oh nein, das ist leider falsch. Damit fallen Sie auf 500 Euro. Nein, Spende bitte. Nee, das können wir leider nicht machen. Nein, Spende. Ey, auch hier wieder, ne, was das für ein Aufwand ist. Du musst erstmal diese ganzen Memes raussuchen. So, willkommen auf der Klassenfahrt 2021. Wenn ich dann alle bitte in dem Halbkreis hinstellen. Wetten, du traust dich nicht in den Pool zu springen? Die Anwesenheitsliste, die Victoria konnte leider nicht mit, weil sie den Zettel nicht abgegeben hat. Dies soll mal eine Lehre sein für euch alle. Ja, jetzt. So. Ja, der konnte leider nicht mit, weil sie den Zettel nicht abgegeben hat. Ey, ich hab sowas immer vergessen. Ich hab irgendwie nach 3 Monaten habe ich irgendwie so ein zerknülltes Ding in meiner Tonne, hat man damals gesagt, hat man gefunden. Aber irgendwie bin ich immer durchgekommen. Also Leute, was lernen wir daraus? Ist egal. Max? Ja. Chili, ohne Schwimmlehrer darf hier keiner ins Wasser. Wollte ich doch gar nicht. Caitlin? Anwesend. Nur die Füße. Ich hab Nein gesagt. So, Freundin, wenn du das Wasser berührst, dann weißt was denn? Du kannst gleich direkt hier mitkommen. Ihr seid so asozial der Frau Schmanz gegenüber. Ich war in der Schule zwar so, ich war ein bisschen überdreht in der Schule, aber ich muss sagen, ich war immer relativ lieb. Ich habe es nie auf die Spitze getrieben. Also meine Lehrer, ich glaube, das war so ein bisschen so Hassliebe, aber mehr ein bisschen Liebe, so glaube ich. Falls Lehrer zugucken, bitte kommentiert. 5 Dinge, die Lehrer niemals sagen. Meine Freundin ruft gerade an. Willst du lieber nicht an dein Handy rangehen? Es ist wichtiger als im Unterricht. Na los, geh schon an. Hey Schatz. Ich bin gerade im Unterricht. Jawohl, ich habe die Fächer gut gelernt. Ey, das stimmt aber nicht so ganz. Also ich hatte Lehrer, die sind immer irgendwie ans Handy gegangen. Immer. Die sind dann einfach rausgegangen und dann waren die so, war bestimmt so 10 bis 15 Minuten weg. Und wenn die Stunde irgendwie nur so 45 Minuten geht, da war halt gefühlt so die halbe Stunde rum. Ach, das war noch Zeit. Und werde im späteren Leben gut vorbereitet sein. Die Fächer, die ich euch heute unterrichten werde, werdet ihr im späteren Leben kein bisschen brauchen. Ah? Oh, ich lege es weg. Bitte nehmen Sie nicht mein Handy weg. Nein, alles gut. Du kannst ja das nächste Mal deine Konsole und Fernseher Orbit bringen, damit du hier im Unterricht zocken kannst. Herr Knoblauch, ich weiß, wir schreiben gerade eine wichtige Klassenarbeit. Darf ich kurz aufs Klo? Ja, natürlich. Ihr dürft auf die Toilette so oft, wie ihr wollt. Du kannst ja gerne deine Klassenarbeit mitnehmen und dort weiterschreiben und spicken. Ey, bitte. Also auf dem Klo gespickt, das hat doch jeder. Es lag immer irgendein Buch auf dem Klo. Immer. Und das ist so einfach zu verhindern eigentlich. Du musst ja nur jemanden rausschicken, der das einsammelt. Hat keiner gemacht. Ich glaube, das wird in Kauf genommen. Ey Jungs, bald sind Sommerferien und da sind wir endlich diesen Knoblauchlehrer los. 6 Wochen werde ich ohne euch aushalten müssen. Ich werde euch echt krass vermissen. 5 Dinge. Oh, es gibt Lehrer, die kümmern sich. Mach mal weiß auf schwarzem Papier, Bro. Ihr denkt auch, ich habe alles in meinem Zimmer, oder? Schwarzes Papier, weißer Stift. Kein
keine Ahnung. Darauf soll man was Kreatives zeichnen. Man könnte denken, dass das so Baumwurzeln sind, aber wenn man das umdreht, könnte man Wasser draus machen, wenn man Picasso wäre oder ein zu großes Ego hat. Wir machen erstmal ein Glas. Ich schattiere das Glas jetzt. Das Wasser ist sozusagen hier und das fließt so raus. Zwischenstand, ich kann nicht mehr. Kleine Lachmargin-Pause. Ich wollte es am Anfang zerreißen, aber langsam sieht es schon aus wie Wasser. Ein paar Highlights mit Acrylfarbe. Definitiv das Realistische. Was? Ey, soll ich euch mal zeigen, wie ich gezeichnet habe in dem Alter? Moment. So, Leute, jetzt exklusiv nur für diese Formate meine Zeichnungen aus der Schulzeit, wo ich versucht habe, Comics zu zeichnen. Mit sehr vielen Rechtschreibfehlern. Ich wollte gerade gucken, ob ich da hier irgendwas Geheimes reingeschrieben habe. Nein, also ich zeige euch jetzt meine Sachen. Kann man das erkennen? Wie ihr seht, habe ich Geschichten gezeichnet mit meinem Stofftier. Was man hier unten sieht zum Beispiel. Und das ist kein geringeres als das hier. Ich war früher immer so ultra Tom und Jerry Fan und irgendwie Fan von so Heften wie so Clever und Smart und so. Ich fand das war einfach meine komplette Kindheit. Ich habe so geliebt und dann habe ich halt angefangen so Comics zu zeichnen. Und ich muss sagen, die sind zum Teil echt witzig. Okay Leute, aber an dieser Stelle beenden wir das Video. Schaltet auch morgen gerne wieder ein, falls ihr mehr Comics von mir sehen möchtet. Kannst nicht versprechen, vielleicht irgendwann mal werde ich die dann bei Insta oder so posten. Also abonniert mich hier auch auf Insta und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.